Chapati war der Haushund, Baby. Eigenen Kühe waren eingezäunt. Das sind Affen mit ihren Babys und die Fortschritte in meiner Yoga-Praxis feststellen können. Du denkst dir, wow, waren wir am letzten Tag. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Willkommen zu meinem großen Erfahrungsbericht, zu meinen 300 Stunden Yoga-Ausbildung in Indien. Thema Tiere habe ich auch auf meiner Liste. Ich habe es gerade schon angeschnitten. Wir haben viele Tiere angefasst. Unter anderem Chapati. Chapati war der Haushund der Yogaschule. Chapati hatte eine Freundin, Susi genannt. Ich glaube, das war ihr Name. Und Susi, das war unsere Seelenverwandte. Wir haben sie ganz liebevoll Mama genannt, weil sie eine Mama war. Und ihre Welpen waren, kann man schwer einschätzen, 1 bis 2 Jahre alt, würde ich sagen. Manche waren so ein bisschen losgelöster. Und dann gab es noch Baby. Es war eine Hündin, die noch sehr oft bei Mama war und dementsprechend die beiden immer unterwegs zusammen waren. Und Mama und Baby, die haben unser Herz erobert in den 4 Wochen. Wenn wir sie gesehen haben, sind sie zu uns gekommen, haben sich an uns rangekuschelt, haben sich Liebe abgeholt. Das war dann schon auch ein bisschen traurig, nach 4 Wochen loszulassen und auch Goodbye zu unseren Freunden, unseren tierischen Freunden zu sagen. Weitere tierische Freunde waren natürlich die Kühe. Die hauseigenen Kühe waren eingezäunt, weil die Schule wollte kontrollieren, was die Kühe fressen. Und deswegen haben sie sie eingezäunt und haben sie quasi dort mit frischem Gras und so versorgt. Aber jeder, der schon mal in Indien war, weiß es, Kühe sind dort einfach überall. Und so auch in und also um die Schule herum sind immer mal die gleichen Kühe rumgewandert, wie wenn die ihre eigene Route, ihre eigene Plattform hatten. Und da gab es auch eine kleine Babykuh. Wir haben sie ganz liebevoll Kaui genannt. Und die Eltern von Kaui, wir vermuten, dass es die Eltern waren, die sind auch immer mit rumgehangen. Irgendwann in Woche 3 haben wir uns auch getraut, Kaui mal anzufassen oder auch die Mama-Kuh mal anzufassen. Den Stier haben wir uns dann doch nicht getraut. Und Kaui, diese kleine Babykuh, die kam dann am Ende sogar von sich aus, wenn sie uns gesehen hat, immer mal so 1, 2 Schritte näher auf uns zu, hat den Kopf so hingestreckt. Was einfach Schönes zu sehen, zu beobachten. Die Tiere waren schon besonders. Nicht zu vergessen die Affen. Es ist im ersten Moment ganz süß, wenn man sagen kann, ja, da sind Affen mit ihren Babys und die hängen da rum und die spielen da auch rum. Aber was nicht so cool ist, wenn die Affen deine Kleidung mopsen. Mir ist es nicht passiert, aber von Benita wurde ein Teil geklaut. Oder deinen Kleiderständer umschmeißen, deine ganze Wäsche wieder am Boden liegt. Oder sie dein Essen klauen vom Mittagstisch. Oder, was wir auch, also das Essen klauen funktioniert, ist meistens relativ schnell passiert. Sie hüpfen auf den Tisch, nimm es und sind doch schon wieder weg. Da kannst du gar nicht reagieren, so schnell sind die. Was aber nicht so schön ist, wenn der Anführeraffe, das große Männchen, die sind schon so groß, also große, richtige Affen, wenn die dann aggressiv dir gegenüber ihr Verhalten zeigen, dich anfauchen, ihre Zähne zeigen, hier so richtig aggressiv zu dir kommen, da wird es einem schon anders, weil da ist kein Zaun dazwischen, da ist nichts angeleint. Das ist, wenn der dich beißen will, dann beißt er dich. Ganz am Ende hatte Benita noch eine unschöne Erfahrung mit 3 männlichen Affen. Und es waren aber auch gerade zu der Zeit viele Familien, also Familien, Affenfamilien, wieder in der Nähe. Und wir vermuten, dass sie deswegen so aggressiv waren, weil sie quasi ihre Familien beschützen wollten. Und diese 3 männlichen Affen haben Benita richtig eingekesselt, haben die angegriffen quasi. Es ist nichts passiert, die haben sie nicht angefasst, aber sie kamen sehr, sehr nah und sie musste wegrennen. Also Affen nur von der Ferne, ganz süß zu beobachten, aber bitte mit Abstand. Ich habe mir noch 2 Punkte aufgeschrieben, und zwar, wie ging es mir nach 2 Wochen und wie war die letzte Woche, wie ging es mir nach Woche 3? Also, nach 2 Wochen habe ich tatsächlich schon Fortschritte in meiner Yoga-Praxis feststellen können.
Das war sehr, sehr krass. Auf einmal haben Haltungen funktioniert, an die ich mich noch nicht mal rangetraut habe, weil ich mir gedacht habe, gut, das schaffst du ja eh nicht. Wir sind auch in der Yoga-Philosophie super tief eingetaucht. Wir haben viele Themen ganz intensiv durchgenommen und sind immer tiefer, tiefer, tiefer hinter die Geschichte, in die Geschichte eingetaucht, was sehr faszinierend war. Also Philosophie war neben der Asana-Praxis mit eines meiner Lieblingsfächer und ich habe mir die Finger schon fast wund geschrieben. Chandramani hat ein Händchen dafür, Dinge auf eine ganz besondere Art und Weise auszudrücken. Da sitzen wir so da und dann knallt er einfach mal so einen Satz raus und du denkst dir, wow. Also so richtige Wow-Momente. Jetzt muss ich kurz nachschauen, ob ich für euch einen Satz finde. Einen Moment. Okay, ich habe was gefunden und zwar geht es um Prakriti und Purusha. Und Prakriti ist der Gegenstand, die Sache an sich. Purusha ist unser Bewusstsein. Und wir brauchen beides zusammen, um der Sache eine Existenz zu geben. Ohne Bewusstsein kann eine Sache nicht existieren. Und diese Existenz ist Chittam. Chittam ist unser Verstand, unser Mind. Und ich habe mir aufgeschrieben, Chittam makes us conscious and collecting. Und Chittam is made of certain forces, also von verschiedenen Dingen abhängig. Und so sind wir immer, immer, immer tiefer in die Yoga-Philosophie abgetaucht und gerade so ein Satz wie, es kann nichts ohne Bewusstsein existieren. Also wir brauchen Bewusstsein, um eine Sache eine Existenz zu geben. Ohne Bewusstsein und ohne Wissen, dass es eine Sache nicht gibt, gibt es diese Sache auch nicht. So ging es die ganze Zeit. Da könnte ich jetzt mit euch ewig drüber reden. Was ich mir auch noch aufgeschrieben habe, körperlich hat man sich nach 2 Wochen schon daran gewöhnt. Man hat sich an die Wärme gewöhnt. Also ich hatte keine Kreislaufprobleme, aber es war unangenehm. Also in der ersten Woche war es einfach die ganze Zeit unangenehm. Man hat die ganze Zeit geklebt und geschwitzt und die Haare und es war alles irgendwie klebrig, sticky. Man wollte eigentlich nur noch duschen die ganze Zeit. Und in Woche 2 hat man sich einfach daran gewöhnt. Man hat auch nicht mehr so geklebt oder man hat es nicht mehr ganz so wahrgenommen. Das Körpergefühl war schöner nach Woche 2. Man hatte jetzt auch nicht mehr das Gefühl, alle 2 Stunden duschen zu wollen. Wir haben es tatsächlich auch, es gab Tage, wo wir uns einfach 3-mal am Tag abgeduscht haben, weil die Yoga-Praxis so intensiv war oder weil die Haare einfach irgendwann gefühlt nur noch ein Knäuel waren oder man hat sie 3 Tage auch mal nicht gewaschen, weil es einfach keinen Sinn gemacht hat, die Haare zu waschen. Irgendwann natürlich dann schon. Aber ich denke, du verstehst, was ich meine. Wie habe ich mich in der letzten Woche gefühlt? Wir hatten natürlich in der Woche 4 war das große Thema Prüfungen. Und uns wurde so ein bisschen bewusst, okay, jetzt geht's hier los mit den Prüfungen und irgendwie findet jetzt alles ein Ende. Und ein weiterer Vorteil oder Nachteil, das kannst du dir jetzt aussuchen, bei 4 Personen ist, dass die Prüfungsdauer wesentlich länger ist. Wir haben jeder von uns 1 Stunde unterrichtet. Also wir haben 1 Stunde Pranayama gehalten, wir haben 1 Stunde Anatomie gehalten, 1 Stunde Philosophie, 1 Stunde Asanas, 1 Stunde Ashtanga. Bei Ashtanga war es zum Beispiel 45 Minuten pro Student, weil wir die letzten 2 Tage dafür genutzt haben. Natürlich, wenn du 15 Schüler hast, musst du auch 3-mal weniger unterrichten. Mir als Lehrer hat es überhaupt keine Probleme bereitet. Im Gegenteil, ich habe mich gefreut, endlich mal wieder zu unterrichten. Das war klasse, war schön. Aber wenn sich da jemand jetzt nicht ganz so wohl fühlt, für den kann es schon herausfordernd sein, wenn man dann auf einmal 45 Minuten oder doch 60 Minuten unterrichten muss. Da ist was Besonderes noch passiert. Nach meiner Philosophie-Unterrichtsstunde hat Chandramani mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, am Nachmittag eine Philosophiestunde zu unterrichten für einen Retreat-Kunden. So, okay, fühle mich geehrt. Warum? Wieso? Ich habe natürlich ja gesagt, im ersten Moment,
Im Nachhinein denke ich mir so, warum? Ich habe nie gefragt, warum. Aber ich habe tatsächlich eine Stunde für die Schule Philosophie unterrichtet. Ich habe mich sehr, sehr geehrt gefühlt, dass ich diese Chance bekommen habe und natürlich auch hier im Namen der Schule unterrichten durfte. Bedanke ich mich jetzt hier nochmal ganz herzlich für diese Möglichkeit. Ja, und ja, die Tage sind verflogen. Das kannst du dir nicht vorstellen, wie schnell nach 3 Wochen eine Woche noch vergeht. Es war ein Fingerschnipsen und schon waren wir am letzten Tag. We did it! Und alle von uns waren irgendwie, wir hatten einen Mix aus Trauer, Freude. I feel a mix of sensations. Happiness, sadness. Was ist jetzt los? Warum hört es jetzt auf? Also Libby hat gesagt, das hat mir gefallen, Libby hat gesagt, es fühlt sich jetzt an wie, das ist jetzt unser Leben. Es fühlt sich an wie, das ist unser Leben und das machen wir jetzt jeden Tag. Und man hätte es auch machen können. Ich hätte es mir vorstellen können. Benita hatte gesagt, sie ist jetzt auch froh, wieder nach Hause zu gehen, in ihr altes Leben. Sie hat es quasi nur für sich gemacht, hat zu Hause ihren Job. Und Federica hat auch zu Hause ihren Job, der auf sie wartet. Sie ist Grundschullehrerin und hat nur ein bisschen Yoga unterrichtet. Und Libby ist weiterhin immer noch, jetzt seit 2 Monaten noch, in Indien. Wir haben zusammen etwas erlebt, haben dadurch ein Bündnis geschaffen, das es so selten gibt. Also Menschen, die man auf so einem Erlebnis, auf so einer Erfahrung kennenlernt und all diese Dinge mit ihnen teilt, werden zu ganz besonderen Freunden und besonderen Menschen. Und dann kommt der Moment, wo man auf Wiedersehen sagen muss. Goodbye haben wir jetzt nicht gesagt, weil wir wissen alle, irgendwann werden wir uns wiedersehen. Und wir waren auch nicht wirklich traurig. Also es gab jetzt nicht diese herzzerreißenden, tränenauflösenden Momente, dass man sich in die Arme fällt. Jeder hat für sich, glaube ich, auf die eine oder andere Weise getrauert. Bei mir kam es tatsächlich dann im Taxi in der Nacht zum Flughafen. Als ich dann im Auto saß und wir weggefahren sind, da ist das Wasser in den Augen gestiegen, weil die Zeit vorbei ist, die Menschen sind weg, die Lehrer sind weg. Man hat sich so wohl gefühlt, man hat sich wie zu Hause gefühlt, dass die Realisation kam dann schon. Ja. Soll jetzt nicht heißen, dass ich mich natürlich nicht auf zu Hause gefreut habe. Ich habe mich riesig auf Christoph gefreut und natürlich, ihr wisst, was bald bei mir ansteht. Christoph und ich werden in die Welt hinausziehen, wir werden Deutschland ab November verlassen. Und das ist natürlich auch ein weiteres großes Kapitel und dafür müssen jetzt viele Dinge noch vorbereitet werden. Ich selbst finde es unglaublich toll, was mir in Indien widerfahren ist. Ich kann die Yogaschule von tiefstem Herzen empfehlen. Wenn du Fragen dazu hast, kannst du mir auch gerne mal eine Nachricht schreiben. Ich könnte mir vorstellen, wieder dort eine Ausbildung zu machen. Jederzeit. Die Lehrer sind klasse, die Lehrer sind toll und ich würde am liebsten jeden Tag hier drin rumblättern, würde am liebsten jeden Tag weiter lernen, weiter singen, weiter praktizieren. Aber ihr wisst, wie es ist, wenn der Alltag zuschlägt hier in Deutschland jetzt mit all den Dingen, die wir machen müssen, ist es natürlich so nicht mehr möglich. Ich hoffe, dir hat dieses lange Video gefallen. Ich konnte dir ein paar Fragen beantworten. Und ja, würde mich freuen, was du davon hältst, ob du selber auch schon mal in Indien warst, ob du auch die 300-Stunden-Ausbildung gemacht hast oder ob du überlegst, sie einmal zu machen. Schreib mir doch alles unten in die Kommentare. Ich finde das Thema sehr spannend und ich finde es vor allem auch wichtig, sich darüber auszutauschen. Ich bin mir auch sicher, bestimmt gibt es auch noch viele andere tolle Yoga-Schulen, die ich jetzt nicht kennengelernt habe, aber die ich kennengelernt habe, kann ich von Herzen empfehlen. Und in diesem Sinne beende ich jetzt das Video. Om Shanti Shanti Shanti. Traditionell, so wie wir es nach jeder Yogastunde gemacht haben. Ich wünsche dir einen wunderschönen restlichen Tag. Sag bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.